Heute erfahrt ihr, warum ihr niemals Gutscheine verschenken sollt. Außerdem erzähle ich euch, was ihr tun könnt, wenn einer eurer Gutscheine einmal verfallen ist. Hi, ich bin Ivan von Evergreen. Verschenkt ihr auch gerne Gutscheine oder habt ihr mal einen bekommen? Die Chance ist groß, dass ihr irgendwo noch welche rumliegen habt und diese nie eingelöst habt oder diese bereits verfallen sind. So ähnlich ist es mir auch ergangen. Wir haben zu unserer Hochzeit einen Gutschein für einen Ballonflug bekommen und dieser hatte immerhin einen Wert von 300 Euro. Als wir den dann einlösen wollten, so circa 3 Monate nach der Hochzeit, dann war die Firma pleite und das Geld war weg. Es gab auch keine Chance, irgendwie an das Geld zu kommen, denn die Firma war einfach pleite. Das war nicht nur für uns ärgerlich, denn wir konnten den Ballonflug nicht antreten, sondern auch für alle die etwas dazugegeben hatten, um das Ganze zu ermöglichen. Wie könnt ihr das Ganze verhindern? Am besten, ihr kauft gar nicht erst einen Gutschein. Denn ihr müsst wissen, ein Gutscheinkauf ist nichts anderes als ein Kredit, den ihr dem Gutschein ausgebenden Unternehmen gewährt. Wenn ihr also für 100 Euro einen Event oder eine Massage in Form eines Gutscheins kauft, dann bekommt ihr zunächst nichts dafür, außer ein Stück Papier oder eine Nummer. Aber diese 100 Euro verhalten sich dann wie ein Kredit für das Unternehmen. Und was passiert mit Krediten an Unternehmen, die pleite gehen? Sie werden nicht zurückgezahlt und der Event findet im Zweifel auch nicht statt. Der zweite Punkt, der Gutscheine richtig nachteilig erscheinen lässt, ist, die Gutscheine können verfallen. Häufig sind die mit einem Verfallsdatum von einem Jahr, manchmal auch 2 oder 3 Jahren versehen. Und danach habt ihr in der Regel keinen Anspruch mehr auf das Einlösen dieses Gutscheins mit einer Ausnahme. Gesetzlich ist es nämlich so geregelt, dass ihr durchaus den Anspruch habt, euer Geld zurückzuerhalten, allerdings mit einem Abschlag, was den entgangenen Gewinn für den Unternehmer oder den Veranstalter angeht. Er muss euch also einen Teil der 100 Euro, die ihr für den Gutschein ausgegeben habt, zurückgeben. Wie hoch der Teil ist, den ihr zurückbekommt, das entscheidet im Wesentlichen der Veranstalter, denn er kann von den 100 Euro seinen entgangenen Gewinn abziehen. Wenn ihr also verfallene Gutscheine irgendwo noch liegen habt, dann schmeißt sie auf keinen Fall weg, sondern tretet an das Unternehmen heran, welches euch diesen Gutschein ausgestellt hat und verlangt zumindest einen Teil der Summe zurück. Häufig ist es nämlich dann so, dass das Unternehmen euch doch lieber den Gutschein einlöst für die Massage oder den Kinobesuch oder was auch immer, als euch den Ertrag zu erstatten, selbst wenn sie dies mit einem Abschlag tun müssten. Warum gibt es aber nun so viele Gutscheine? Nun, für die Unternehmen, die Gutscheine ausgeben, ist das Ganze ein super Geschäft, denn ca. 30% der Gutscheine werden nie eingelöst. Das hat im Wesentlichen 2 Gründe. Zum einen gehen Gutscheine schlichtweg verloren oder Gutscheincodes werden nicht wiedergefunden und damit hat sich das Ganze für das Unternehmen erledigt. Auf der anderen Seite machen sich die wenigsten die Mühe, nach dem Verfall des Gutscheines sich um die Erstattung des Gutscheinbetrags zu kümmern. Was ist also nun die Alternative für das klassische Last-Minute-Verlegenheitsgeschenk in Form eines Gutscheins? Am besten, ihr schenkt Cash. Gestaltet das Ganze etwas hübsch, schreibt einfach Kinogutschein oder Klamottengutschein obendrauf und dann hat es auch die gleiche persönliche Note, als hättet ihr irgendwo einen Amazon-Gutschein oder einen Massagegutschein oder was auch immer gekauft. Hat 2 wesentliche Vorteile. Die persönliche Note ist auf jeden Fall da und, das ist noch viel wichtiger, derjenige, der den Gutschein bekommt, kann im Zweifel auch etwas anderes mit dem Geld anfangen, wenn er zum Beispiel nicht auf Massagen steht. Ganz zu schweigen von dem Vorteil, dass der Geldschein, den ihr beigelegt habt, so schnell nicht verfällt und die Europäische Zentralbank, die am Ende für das Drucken des Geldscheins und den Wert des Geldscheins einsteht, nicht so schnell pleite geht wie der Ballonfahrtanbieter um die Ecke. Apropos Wertverfall, wenn euch schon immer interessiert hat, was es mit dem Wertverfall des Geldes zu tun hat, dann schaut euch unser Video zum Thema Inflation an. Das haben wir hier oben verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr wie immer unseren Kanal abonnieren. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.